Hallo liebe Monagoristen. Schönen guten Tag. Heute präsentieren wir euch das Mode-Label. Ne? Lilikaen. Lilikaen, wie das schon klingt. Das klingt sehr versprechend. Ja, und es klingt nicht nur sehr fein, das ist es auch. Denn guck mal hier, wir haben hier als erstes das Shirt in Navy-Farben. Mit Dreiviertelarm. So, jetzt gucken wir mal. Es hat nämlich genau, wie man sieht, hier einen Dreiviertelarm. Ist von der Schnittführung. Darf ich mal gerade mit der Kamera? Ja, komm, nimm du mal die Kamera. Ist von der, also hat Dreiviertelarm. Von der Schnittführung sehen wir das. So ein bisschen unten leicht auslaufend, kann man das so sagen? Leicht auslaufend. Mhm. Und als kleinen modischen Akzent hinten einen kleinen kurzen Reißverschluss. In Jolt. So, und jetzt fragt man sich, warum muss da ein Reißverschluss sein? Das ist eine gute Frage. Ja, was meinst du? Gibt es Tipps? Also wenn ich jetzt mal so ganz spontan drüber nachdenke, es gibt ja immer mehr Frauen, die sich hinten den Nacken auch so ein flottes Tattoo reinmachen. Vielleicht, dass man das so leger mal hinten offen lässt und so erahnen lässt. Das wäre eine gute Möglichkeit. Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Material ist super schön. Also das ist total hochqualitative, angenehme Bio-Baumwolle. Mhm. Ganz toll. Also die ist wirklich schön. Wie sich das genau im Detail noch zum Thema Nachhaltigkeit verhält, was die Biobaumwolle angeht und überhaupt die Nachhaltigkeit von Lilikaen, dafür haben wir dann unseren Nachhaltigkeitsinspektor auf die Suche geschickt. Ja, du brauchst gar nicht so lachen. Ach, Inspektor. Ist doch ein Inspektor. Der Ausweis. Der Oh Gott. Komm, schnell weg, Kaffeetassen. Und der hat sich das mal im Detail eingesehen. Ja. Und ich sag mal, tschüss und auf Wiedersehen. Ja, genau. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.